Hallo und herzlich willkommen zurück in Pokémon Blattgrün. Wir haben es endlich geschafft, haben den dritten Orden in Blattgrün und den dritten Orden in Pokémon Schwarz geschafft. Und jetzt geht's in Richtung des Felstunnels. Wir befinden uns auf Route Nr. 9, um genau zu sein. Ich habe hier nebenbei, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, wie gut man das sieht. Ich habe mir mal... Ja, doch. Das Layout vom Felstunnel aufgemacht. Und hoffe mal, dass wir erstmal da ankommen, natürlich. Wir wissen ja noch nicht, was für Trainer, ne, was die Trainer hier alle dabei haben werden und so. Ich hoffe mal, dass wir da ankommen werden. Und wenn wir da ankommen, dass wir dann eben auch durchkommen. Aber gut. Aber erstmal müssen wir an Ingeborg vorbei. Mit ihrem Satzenia. Ich weiß nicht, wie gut wir genau reinhauen mit 4 Leveln Unterschied. Ab dieser Folge ist es ja dann wieder so, dass wir ja relativ... Oh Gott, wie die Haare wieder aussehen. Dass wir hier, meine Güte, relativ ungeschnitten durchkommen. Mal gucken, wie ich es dann am Ende genau machen werde. Großartige Zusammenfassungen sollten jetzt auf jeden Fall nicht mehr passieren, da wir ja jetzt diese ganzen Stellen überhaupt noch nicht entdeckt haben hier in der Double Trouble Nuzlocke. Gut, Ivy hat auf jeden Fall gut durchgezogen. Blitzer ist als nächstes dran. Da darf dann gerne... Nee, da darf Ramon übernehmen. Ist schon okay. Und da bin ich mal gespannt, was wir auf Route 9 fangen können. Route 9, Route 10 und der Felstunnel. Und generell wird die Session heute wahrscheinlich wirklich ein bisschen länger einfach. Denn wir kommen ja in Lavandia vorbei, könnten dann direkt nach Prismania. Theoretisch dann noch nach Fuchsania. Es ist generell viel möglich jetzt. Aber ja, wir schauen einfach mal. Und was ich gemerkt habe, ich muss auf jeden Fall mit Start-Stopp-Aufnahmen arbeiten. Es wird euch sicherlich aufgefallen sein in den letzten Folgen, vor allem auch, wie häufig das doch irgendwann asynchron wurde zum Ende hin. Das haben OBS-Aufnahmen bei mir irgendwie so an sich, keine Ahnung. Aber ab einer bestimmten Länge der Aufnahme passiert es eben, deswegen... Werde ich jetzt immer so drauf achten, nach 40 Minuten oder so mal zu sagen, okay, Stopp und weiter. So, noch ein Absorber. Der hätte ruhig treffen können, mein Lieber. Der hätte ruhig treffen können. So nämlich. Und dann könnten wir hier mit voller KP raus. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber Level 25 für Ramon. Und Ibitak als nächstes. Ich habe kein Elektro-Pokémon. Gesteinsattacken bin ich mir gerade sehr unsicher. Aber Typhoon... Typhoon regelt. 8 Level drüber, super effektiv alles. Klappt. Klappt, klappt, klappt. Und reib's mir doch rein, Spiel. Reib's mir doch rein. Wir bleiben drin. Auch wenn Zapdos hier auch sehr effektiv gegen uns ist, aber... Zapdos. Bin auch mal gespannt, wie ihr euch da entschieden haben werdet. Ob wir Zapdos mitnehmen. Das Problem ist jetzt nur... Meine Güte. Das Problem ist jetzt nur, falls mir hier ein Zapdos entgegenkommt, das ich fangen könnte, dann dürfte ich es ja nicht mehr... Ne, dann wird es ja sehr weird. Plötzlich. Deswegen hoffen wir mal aufs Beste. Was haben wir hier? Doppelteam.
Ich hatte auch schon überlegt, ob das Backtracken nicht sogar Sinn machen könnte. Nochmal mit einer Map oder so, wo die versteckten Items aufgeführt sind. Denn versteckte Items sind natürlich auch random. Und es könnten wieder unzählige Meisterbälle rumliegen. Was weiß ich. Generell einfach super hilfreiche Sachen, die herumliegen könnten. Aber, das vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, komm, Intensität sollte regeln. Dann dürfte uns auch der Heuler egal sein. Je nachdem. Tschüss. Ich bitte es auch zu entschuldigen, aber ich habe irgendwie wirklich einen ganz komisch kratzigen Hals seit 2-3 Tagen. Und ja, jetzt musste ich gerade wirklich kurz überlegen. Welchen Tag haben wir heute? So, da dürfte ein Doppelkick eigentlich ganz gut sitzen. Oder es könnte natürlich eins der versteckten Items dann auch ein Mondstein sein, den wir brauchen würden. Für eben Lexis zur Entwicklung. Schon mal nicht selbst getroffen, immerhin. Ich habe jetzt auch gelernt, 50-50, ne? Ist die Chance tatsächlich, ob man sich selbst verletzt oder nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, 50-50 finde ich sehr hoch und Aurora-Strahl ist sogar sehr effektiv. Nicht? Okay, jetzt nur hoffen, er trifft. Okay. Bloß aufpassen, Lex, bloß aufpassen. Alles cool. Panzerschutz. Mach ruhig. Keine. Ach doch, hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwo Tränke. Sehr gut. Aber trifft halt nicht. Dafür trifft der nächste definitiv. Perfekt. So, natürlich auch hier speichern. Auch da habe ich überlegt, man kann doch bestimmt auch irgendwie eine Taste am Controller auswählen, damit man im Emulator selbst speichern kann. Das mache ich ja tatsächlich gar nicht. Ich mache das immer nur hier übers Menü und speichern. Und dann wird... Oh Gott. Dann wird eine Speicherdatei eben angelegt. Na, wir müssen auf jeden Fall gegen einen hier kämpfen. Da links ist nämlich noch ein Grasbüschel, wo wir neu fangen können. Und ich würde gerne neu fangen können. Das wäre mir tatsächlich das würde ich sehr gerne sehen, einfach. Wie wir noch mal fangen. Na komm, auch wenn Typhoon paralysiert ist, wir nehmen es mit. Wir werfen es rein. Es ist sehr effektiv gegen einen Schwallboss. Und es muss nur gestattet werden, eben auch ja, anzugreifen. Dankeschön. Hat ja lang genug gedauert.
Und ein Quappo. Ja, gegen Quappo haben wir tatsächlich so nix, ne? Wobei Quappo mittlerweile ja... Ja doch, mittlerweile auch mit Kampftyp. Kann man natürlich auch so machen, klar. Na ja, komm. Dann kann Otis gleich... Wehe. Dann kann Otis gleich einfach nochmal... Intensität auspacken. Yeah! Überreste! Und einen kompletten Overkill mit einer 8 auf dem roten Bereich. Das war die reinste Zeitverschwendung. Ja. Gut, wenn wir jetzt fangen möchten, dann setze ich mal mein Altaria, also Elias, nach vorne. Und wir dürfen mitnehmen. Eventuell. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. War das hier? Genau. Wir haben im Vertania-Wald nämlich schon ein Bisaknosp. Genau. Das war hier. Das war nicht da, sondern das war hier. Darum dürfen wir es jetzt besiegen. Und dürfen das nächste mitnehmen. Wobei natürlich ein Bisaflor schon cool wäre. Sofort. Instant einfach. Aber da würden wir später eh nochmal wieder hinkommen, von daher. Dürfen wir weitermachen. Mal gucken, was uns noch entgegenkommt. Dürfen wir auch nicht. Dürfen wir auch nicht wegen Knuddelluff in Pokémon Schwarz. Och nee. Gut, dass du nicht singst. Sehr gut. Das ist dein Ernst. Jetzt triff. Das hat dir wehgetan. Ein Spoink. Das dürfen wir mitnehmen. Spoink dürfen wir. Was läuft hier sonst so rum normalerweise? Radfratz, Habitak, Rettern und Sandern. Nee, Rettern nicht. Radfratz, Habitak, Sandern. Naja. Naja. Aber Spoink... Warum denn nicht ein männliches, um genau zu sein? Das natürlich jetzt auch wieder einen Spitznamen braucht. Offensichtlich stirbt es, wenn es nicht mehr umherspringt. Es trägt eine Perle von Perlu auf seinem Kopf. Eine Perle von Perlu. Stirbt, wenn es nicht rumspringt. Ja, Wrestler. Ja, okay.
Wir nennen es mal Rico. Für Ricochet. Okay. Dann können wir auch direkt heilen gehen. Ich glaube, Spoink ist jetzt nicht unbedingt ein Pokémon, das ich unbedingt brauche. Das Handy kann ich, glaube ich, erstmal auf Standby packen. Spoink ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Pokémon, das man jetzt dabei haben müsste unbedingt. Ist aber auf jeden Fall gut, das als Backup zu haben. Mal davon abgesehen, dass wir eh schon gefühlt viel zu viele Pokémon einfach haben. Für eine Nuzlocke im Vergleich zu Pokémon Schwarz noch dazu. Aber so als Backup Psycho schadet eigentlich nicht. Ich frage mich gerade nur, wie springt es in der Box weiter? Ist das in die Box packen eines Spoinks sein Tod? Deine Pokémon sehen fit aus. Ja, ich war gerade im Pokécenter tatsächlich. Woher weißt du das? Du hast ein gutes Auge, Camper Chris. Mit deinem Kabuto. Ich nenne es Kaputo. Ich entschuldige mich vielmals. Und dann einfach absorben. Einfach absorben. Was hast du noch dabei? Zedra King, ich bleib mal drin. Das war jetzt nicht so viel, ne? Aber es ist auch Typ Drache, das heißt theoretisch... Ich weiß... Da weiß ich halt nicht, wie sich das mit dem Eistypen, beziehungsweise mit dem dann Wassertypen im Falle von Zedra King verhält. Aber Aurora-Strahl müsste ja so oder so wehtun. Und ich sehe jetzt gerade schon, wie einfach der Weg durch den Felstunnel eigentlich ist. Ich meine, in der Theorie sieht man den ja, also... Ich weiß nicht, wie es in der Generation hier ist, aber normalerweise war es ja so, dass man trotzdem auch die Umrisse der Felsen gesehen hat. Trotzdem lieber auf Nummer sicher. Ich weiß jetzt dann hier dadurch eben auch, wo die Items genau liegen. Die wir halt ohne Blitz nicht finden. Und weiß dann auch vor allem, wo die Trainer rumstehen. Von denen ich gerade 2, 4, 6, 7 sehe. Okay. Dann möchte ich wieder mein Ivy nach vorne setzen. Soll ja leveln, das gute Tierchen. Wie wäre es mit einem Kampf? Immer. Lancelot. Wer nennt seinen Sohn? Ja, okay. Lassen wir das. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch, wenn ihr auch Lancelot heißt. Das könnte wehtun. Ich darf jetzt auf jeden Fall nicht mehr auswechseln. Weil Verfolgung ja nochmal in der Tasche wehtut, ne? Da war was.
Alles cool. 5 Level Unterschied. Heißt ordentlich Erfahrungspunkte für Ivy. Und ein Schluppuck. Das ist eigentlich wieder was. Ja. Eigentlich wieder was für Otis. Ich muss so viel leveln normalerweise. Und so hatten wir erstmals den Absturz des Emulators. Des Visual Boys. Kann das sein, dass der... Kann das sein, dass ich den Catch jetzt nicht gemacht habe? Ja. Es wäre jetzt durchaus möglich, dass ich den Catch nicht gemacht habe. Was ist denn das? Wieso schmiert denn das alles ab? Das heißt, Spoink existiert aktuell noch gar nicht. Muss ich gleich mal im Dex gucken. Wow. Na gut, aber im Gegensatz zum Desmume, wie auch immer, im Gegensatz dazu schmiert dann nur der Emulator ab und nicht das komplette System drumherum. Der ist mir noch nie abgestürzt. Jetzt habe ich mich auch genau in den falschen Kampf reingestürzt dafür. Könnten wir jetzt bitte einfach treffen? Dankeschön. Wenn es erstmal ins Rollen kommt. Für ein Bullshit. Jetzt mal ganz im Ernst. Das heißt, der hier ist... Ja. Wir haben definitiv noch keinen Spoink. Da muss ich jetzt nicht mal nachgucken. Gut. Dann müssen wir gleich einfach mal hoffen, dass wir wieder einen Spoink finden. Oder zumindest was anderes als dieser Knosp und zumindest was anderes als Bisa Knosp und Fluffeluff. Jetzt muss ich hier auch anfangen, ständig zu speichern. Also noch häufiger zu speichern. So, Quappo, da kann sich jetzt eigentlich auch Elias drum kümmern, hat auch Schnabel. Und wir könnten es vorher versuchen einzuschläfern. Mhm. Und dann mal gucken. Ich resette Route 9 schon mal. Pennt noch, sehr gut.
auch ein wichtiger Sieg für Elias einfach. Dass wir jetzt wieder nach vorne packen, natürlich, weil Gesang. Okay. Reset und wir haben es geschafft, ein stärkeres Spoink zu finden. Gut, weiter mache ich jetzt aber nicht. Wie beim letzten Mal auch. Ja, okay. Warum habe ich die Route reset? Meine Güte. Warum habe ich die Route resettet. Meine Fresse. So, du bleibst aber bei Rico. Ich bleib leider im Gras. Ah, Aerodactyl. An sich auch nicht verkehrt. So theoretisch, aber... Alter, das pennt. Ich kann vor einem schlafenden Pokémon nicht weglaufen. Danke. Oder das war gar nicht der Emulator, der abgestürzt ist, sondern die ROM. Weil die jetzt irgendwie nicht damit klarkam, an der Stelle oder so. Soll es ja auch geben. Hätte ich so zumindest noch nicht erlebt. Das wäre aber wirklich, wirklich super tragisch. Hier in Blattgrün funktioniert einfach alles wunderbar. Und dann macht aber die Technik schlapp einfach. Das wäre schon sehr traurig. Jetzt mal ganz kurz gucken, welcher Weg wäre schneller. Das hier schaffe ich ja ohne vom Rad abzusteigen. Beim anderen müsste ich halt einmal rum, durchs Haus durch und... Keine Ahnung. So, das heißt, die da oben habe ich. Heißt aber den hier unten, den Lancelot. Muss ich nochmal machen. Na, herrlich. Oh, ein Sichlor. Wer hätte denn damit rechnen können? Ja, ist okay. Ist okay. Einfach weg. Hörst du mal auf damit? Ich würde auch gerne mal einen Volltreffer landen. Oh, das liegt an seinem Schlupuck. Was irgendwie auch witzig wäre. Okay. Gut gemacht, Otis. Sehr gut gemacht. Lancelot besiegt, ja. Für Wundersaat. Ja, kann man, glaube ich, machen. Und wir speichern. Aber ich habe doch zwischenzeitlich gespeichert, oder nicht? Ich habe doch gespeichert, nachdem ich den anderen Typen da hinten besiegt habe.
Roland mit einem Brutalander. Ich habe gehört, das ist sehr effektiv gegen uns, ne? Was schon nicht so cool ist. Deswegen bringen wir mal schnell Typhoon ins Spiel. Okay. Okay. Ein Vati. Nein. So, können wir mal mit Ivy versuchen. Also das mit dem Brandschaden funktioniert echt gut. Muss man ja wirklich sagen. Ich muss jetzt allerdings bei Glut bleiben, weil wenn ich jetzt mit Autsch. Wenn ich jetzt mit Ruckzuckhieb dran gehe oder so, ist wahrscheinlich Statik und dann kann ich mich plötzlich gar nicht mehr bewegen. Ah, komm. Wir wechseln jetzt eh aus, wahrscheinlich. Flamara. Ich wünschte, ich könnte was anderes benutzen als Otis, aber Otis ist hier die bessere Wahl einfach. Offensichtlich, ja. Beide Typen effektiv. Trotzdem wäre Intensität wahrscheinlich das Beste gewesen, wenn sie hoch genug ist. Ist das jetzt unser erstes Pokémon auf über 100 KP? Kann das sein? Kann das? Das kann. Und apropos KP, die werden wir mal ein bisschen auffüllen. Aber ich habe nur noch Supertränke, ne? Ich habe jetzt keine normalen, glaube ich. Sinnvoll, glaube ich, eher weniger, aber ich habe nichts anderes gerade. Zumindest nicht gesehen. Gut, noch jemand? Typhoon kann auch was vertragen. Ist okay. Dann vertragen wir alle nochmal ein Speichern. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, ich glaube, wir könnten es noch bis zum Felstunnel schaffen. Da kommt ja noch vorher die Route 10, ne? Ist ja dann, wo nachher das Wasser oben ist. Also nochmal ein Catch. In dem Sinne, und dann ist ja schon der Felstunnel da mit dem Pokécenter davor. Och, ein Wampel, ist das süß. Weg damit. Quiekel. Schade drum. Quiekel hätte ich nämlich gerne. Das kann auch schon Pulverschnee einfach. Aber wir brauchen die Erfahrungspunkte für Ivy. Damit es endlich eine Entwicklung gibt gleich, hoffentlich. Ich weiß nicht, auf welchem Level es sich entwickelt. Okay,
Okay, und ein Sengo. Das könnte Lexis erledigen mit dem Doppelkick. Sengo, ich habe es, glaube ich, auch schon viel zu häufig erwähnt. Sengo, eines meiner liebsten Pokémon, habe ich damals gefangen in Pokémon Rubin. Das erste Mal, als ich Rubin gespielt habe. Und Sengo war, seitdem ich es gefangen habe, dann bis zum Ende mit dabei. Konnte einfach alles. Und war super stark, sah cool aus. So, und jetzt weiter nach rechts. Und dann könnte das schon fast das Ende sein. Die kann man umgehen? Das war mir noch nicht bewusst. Isolde mit dem Trassler, ja, okay. Ich meine, ja, kann auch wehtun, klar. Holy shit. Genau, und hier könnte man theoretisch surfen. Runter zur... Ich wollte gerade sagen, zum Atomkraftwerk. Hier zum Kraftwerk einfach. Wir haben einen Meisterball, ne? Wir haben einen Meisterball. Ich versuch's erstmal. Da wäre ich mir jetzt nicht zu schade, einen Meisterball zu werfen, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Aber wir versuchen's erstmal auf andere Weise. Holy. Genau, so langsam, stetig, fünfmal treffen, cool. Ich glaube, einmal könnte noch funktionieren, oder? Außer es kommen dann 5 Hits und alle 5 sind Volltreffer. Naja, das müssten wir haben. Soweit. Wieder einschläfern. Gerade doch von Pokémon Rubin gesprochen, ey. Wenn das so funktioniert. Pokémon Smaragd war auch sehr toll. Und Saphir. Und jetzt versuchen wir es mal. Ich meine, Zapdos hat sich in Schwarz auch mit einem Superball fangen lassen. Ich werfe so... 5-6 Bälle werde ich werfen. 5-6 Bälle. Und dann... Dann ist der Meisterball auch, also, ne? Dann werden wir ihn nutzen. Aber so wie es aussieht, müssen wir ihn nutzen. Ja, es ist okay. Ich werf den Meisterball. Ja, ich werf den Meisterball.
Puh. Jetzt habe ich die Wurfanimation. Meine Wurfanimation verpasst. Wir haben ein Groudon. Wir haben ein fucking Groudon. Ist überhaupt nicht übertrieben oder so. Dieses legendäre Pokémon soll das Land verkörpern. Es ist in einen Schlaf gefallen, nachdem es mit Kyogre gekämpft hat. Soll das Land verkörpern. Das ist jetzt unser roter Hulk einfach. Ist okay. Passt. Ganz schnell speichern. Und dann kommt die große Frage natürlich. Groudon bleibt nicht in der Box. Groudon kommt mit. Aber was geben wir dafür ab? 20. Ewigstein. Ja, ist eher mager, was ich dabei habe. Ja, das stimmt. Gut. Dann lassen wir unsere Pokémon heilen. Ich würde sagen, ich mache mir in der Zwischenzeit Gedanken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Dann geht's in den Felstunnel. Und ich bin mal sehr gespannt. Ciao.